Bitteschön. Ein großer Fehler, sich mit Cocoon und Friends anzulegen. Anschlagen? Ich verlasse mich auf dich. Nö. Warte mal. Sehr gut, Wunderarsch. Und ab die Post. Wie ein Blitz. Oh, da wird mir ja schwindelig dabei. Der Viertklassmüll muss mal rausgebracht werden. Mikroaggression. Schlag ihn. Ja! So geht's manchmal selbst den Schnellsten. Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Ha! Ha! Ja! Ohne zu zucken, Respekt! Kettendiabetes ist kampfbereit! Nimm das! Hiebe im Namen der Gerechtigkeit! Ich bin jetzt dran! Nicht gucken, ihr Schwuchteln! Ich bin dran! Okay! Hier! Jetzt setzt's was! Die sind crazy! Hm. Ich bin wieder da! Wieder! Dankeschön. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Ach so. Ja! Ja! Die haben überhaupt keine Chance! Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken! Schmerz! Zerstören! Hey, Pupsemäuschen, hast du meine ausgebüxten Muschis schon gefunden? Oh, wo stecken denn bloß meine kleinen Mizis? Kannst du meine Kätzchen suchen? Ohne sie habe ich einfach überhaupt keine Lust auf gar nichts. Wie viel hat er denn? Schnellreisen zu Kuhn erstmal. Kann ich von behilflich sein? Wer macht von Nutzen? Bis dann. Danke. Ups, das war nicht der Plan. Netflix. Stand das schon immer? Nee, das ist neu. Oh. Wo habe ich denn das? Hol. Scrambles. Schnell. Seit wann ist das denn neu? Nein, nein, nein. Wir können den Super-Craig-Film nicht vor der Humankind-Netflix-Serie machen, Leute. Das ist Quatsch. Naja, wir könnten Super Craig im zweiten Coon & Friends Film einführen. Das wäre ja voll die DC-Nummer, das geht nicht. Ah, Arschlord, setz dich. Sorry, könnte ich kurz mit Arschlord reden? Klar doch, los komm, Blitzfreak. Ich folge dir, Mosquito. Hallo, Coon. Arschlord, ich wollte dir sagen, dass wir entschieden haben,
dass du deine eigene Netflix-Serie kriegst, gleich nach der Blitzfreak Fox Miniserie und dem dritten Coon & Friends-Film. Glückwunsch! Yeah! Okay, dann ab mit dir und kümmere dich um deine Mission. Wollte dir nur die Neuigkeit mitteilen. Was willst du, Neuer? Ich hab dir schon zwei Klassen gegeben, mehr gibt's nicht. Oh nein. Nein, nein, du bekommst keine dritte Klasse. Neuer? Neuer, nicht mit diesem Dackelblick. Niemand bekommt drei Klassen. Du glaubst, nur weil du mit ansehen musstest, wie dein Dad deine Mom fickt, hast du einen Mitleidsbonus? Ja. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Okay, rein hypothetisch. Was für eine Klasse würdest du denn noch haben? Yay, okay. Assassine. Cool. Cyborg. Psychiker. Assassine. Gadgetmeister. Was kann der? Ein Assassine. Ob du dafür cool genug bist? Ja. Catwoman. Oh Gott, das Kostüm, nein. Speedster. Ein Speedster. Super schnell und... Naja, super schnell. Was für ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Ja, ein bisschen. Brutalist. Cyborg. Ich glaube, Cyborg war... Psychiker. Gadgetmeister. Assassine. Der Name? Ja, aber das Kostüm? Nein. Cyborg, mehr Maschine als Mensch. Ein Held braucht einen Sinn für Dringlichkeit. Ich bin Cyborg. Okay, aber dann müssen wir deine Hintergrundstory ändern. Nein. Das ist echt dämlich. Springen wir nochmal in die Vergangenheit, als du noch ein Kind warst. Du konntest nicht schlafen, aber es lag an den seltsamen Lichtern am Himmel. Du gingst zum Spiegel. Nein. Es wäre der Komponist. Dort sahst du ein Kind, das vielleicht nicht von dieser Welt war. Und dann hörtest du fremdartige Geräusche auf dem Flur. Oh nein, Aliens. Du gingst hinaus und sahst zwei Einbrecher und ein Alien. Du musstest sie mit Hilfe deiner neuen Kräfte aufhalten. Was mit dem Baby? Kraft strömte durch deine kybernetischen Glieder, als du dich auf deine oberste Direktive konzentriertest. Schütze den verirrten Alien auf deinem Flur. Was? Hey, was machst du hier? Doch sie ahnten nicht, dass du kein gewöhnliches Kind bist. Du warst ein Cyborg mit schockierenden Fähigkeiten. Eine davon hast du direkt demonstriert. Hey, du kannst sie nicht einfach so weghauen. Doch, ja, was soll das? Hey, warte. Die Ladung ist auf die restlichen Gegner übergesprungen und schadete allen. Aber du hattest noch mehr Cyborg-Tricks auf Lager. Was? Ich bin gerade so verdammt wütend. Dieses kleine Arschloch braucht eine Abreibung. Der Eindringling verpasste dir eine. Dein Block hat den Schaden absorbiert. Ich bin stinksauer. Die Einbrecher blieben auf Distanz. Kein Problem für deinen nächsten Angriff. Au, wie funktionieren Magnete überhaupt? Ein Gegner war standhaft. Zeit für die schwereren Geschütze. Oh Mann, Zeit. Wow. Er ist mehr Maschine als Mensch. Das Alien nahm dich bei der Hand und führte dich in einen dunklen Raum. Und da sahst du, dass dein Dad deine Mom gefickt hatte. Boah, das ist ziemlich tragisch. Tut mir leid. Wollten dir die Aliens mit diesem Anblick helfen oder wollten sie dich provozieren? Man weiß es nicht. Okay, ab mit dir, Arschloch. Du hast noch eine Menge zu tun. Wie alles begann. 3. Der Besucher. Wird immer besser. Hallo, ich bin's, der Coonstor. Ich habe neue, super starke Ware für dich.
suchen. Wie, was ist das denn? Oh, Rückstoßschaden. Alle Kunststore-Produkte tragen das Kuhn & Friends Gütesiegel. Statuseffektschaden, Ultimativkrafterholung. Wieder. Bonus verbündeten Gesundheit oder Rückstoß-Kombo. Transaktion abgeschlossen. Siehst du schon. Danke für deinen Besuch des offiziellen Kuhn & Friends. Dankeschön, bitteschön und so weiter. So. Gebrauchsgegenstände. Statuseffekt Schaden minus 20%. Hier auch, aber plus Rückstoß Schaden. Gut. Was denn noch? Mhm, plus. Dann nehmen wir das. Aber Gesundheit ist minus. Dann lassen wir das erstmal so. Inventar, Missionsgegenstände. Turbenspinn-Kombi. Verbündete. Warum ist er jetzt bei uns dabei? Ist doch im gegnerischen Team. Eine Kiste. Oh, wow. Schade, dass man das nicht sieht. Im Store. Dann würde ich das sogar tragen. Das kann man eigentlich verkaufen. Willkommen im Kuhn-Store, nur für autorisierte Benutzer. Ach so, das können wir alles verkaufen. Nö. Höchstens die alten Artefakte. Hier, das haben wir zweimal, da können wir ja eins verkaufen. Ja, das ist schwach. Das auch. Das auch. Auch. Das machen wir sowieso nicht. Das behalte ich einfach aus Gründen. Du kommst wieder. Weiß. Au, ich muss mich anders hinsetzen. Wartet mal. Dann sterbe ich hier. Und ich ziehe meine Kackjacke aus. Die ist nicht kacke, aber trotzdem ist sie sehr warm. Au, mein Rücken. So. Das war schon. Ach, wir sind bei Cartman. Wird schon nach oben gehen. So. Ups. Karte. Finde ja Ois. Nope. Katzentime. Okay. Hey, es ist Blitzfreak. Geht zum Spielplatz. Einer der Freedom Pals will was von uns. Ja, aber wir gucken uns mal. Ein paar Häuser an. Siehst du nicht, dass ich chatte, du blindes Selbstjustiz-Scheißhäufchen? So viele Follower beeindruckend für so einen Scheißhaufen. Wenn du ein Foto auf Instagram stellst, auf dem ich ins Gut aussehe, bist du tot. Oh. Wendy. Hey, 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 hey. Hey.
Wenn der Kaffee und der Chinafraß wirken, kann ich wieder saufen. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber mein Auto war heute nicht zerkratzt. Also komm her, du kriegst ein Selfie. Gut. Super. Schade. Leute, hat irgendwer meinen Schlüssel gesehen? Nein. Wir gucken, ob wir noch irgendwas machen können. Ob wir was übersehen haben. Nö. Oh Gott. Der war aber vorher nicht da. So, wieder runter. Mensch, Billy, bist du groß geworden? Hatten wir den schon? Den Opa? Opa... Oh, dann ist er ganz oben. Eikel. Nee? Oh ja, dieses Lammfell wird ordentlich durchgenudelt. Machen wir ein Vorherbild. Danke dir, du bist besser. Schon gut, schon gut. Ich werde jetzt nicht alle Häuser durchgucken. Wird auch viel zu lange dauern. Hier waren wir noch gar nicht drin, oder? Doch. Das haben wir noch da. Ja, ich kann wieder fliegen! So. Wenn's geht und mein Internet nicht wieder abspackt. Es läuft nämlich im Moment ganz gut. Ha, da oben haben wir was. Gut. Stolz von Nippolis. Nippolis. Okay. Wenn mein Internet nicht so abkackt wieder, es läuft im Moment ganz gut. Haben wir auch gemeistert. Könnte es ja streamen. Außer es ist trotzdem zu schlecht. Hey, Ike. Wer bist du? Du folgst mir, Mann. Die Prinzessin von Kanada. Dann könnte ich dir streamen und halt dann im Stream die ganzen Häuser abklappern, nochmal die ganze Stadt abklappern. Halt die Sachen machen, die man mit Humankind machen oder mit Captain Diabetes. Die Sachen holen. Ich würde halt die Story nicht weitermachen. Gerechtigkeit von oben! Oder mit jemandem reden. Außerdem könnte ich dann mal streamen. Hast du schon! Der kommt von der Arsch! Oh, halt der kleine Viertklässler jetzt! Mikroaggression! Schlag ihn! Juhu! Blitzfreak, zischt los! Cool and Friends für immer! Feuerbar! Viertklässler-Versohlen, geile Sache! Das ist zu meinem Besten! Du bist so, als hätte das richtig wehgetan! Ups. Lass dich da von deinem Freund passieren! Kleiner Rückschlag! Hau sie weg, Neuer! Prügel
für die Gerechtigkeit. Sehr gut. Los geht's. Heilung in 0,3 Sekunden. Bitte Geld zurück. Das sollte helfen. Ich bin dran. Ja, ja, gute Nacht. Die Straßen sind wieder sicher, dank Diabetes. Du. Kräfte. Habe ich total vergessen. Wieder mal. Das behalte ich auf jeden Fall. Okay, ersetzen. Hier brennt man, aber das ist eine relativ schwache Attacke. Ups. Das ist meine für Entfernungen. Da kann ich ja auch die nehmen. Die mag ich sehr. Da kann ich die noch tauschen. Null. Das halt. Das vereist für 2 Runden und macht Damage. Es macht 7 Damage und brennt. Okay. Schwach. Inventar. Ach da. Kommst du da lang? Wo gehe ich eigentlich gerade lang? Ah, die Lofts sind Sodo Sopa. Hier habe ich eine Crackpfeife verloren. Von dem Zeug drehst du richtig durch. Hat hier nicht Kenny gewohnt? Oder wohnt? Hey, Kenny ist nicht... Nein? Ich will da ran! Was ist denn hier passiert? Soweit ich weiß, da ist im ersten Teil nicht da. Eine Katze? Was ist jetzt denn da oben? Ein nacktes Mensch? Kennys Haus. Huh. Noch mehr. Da ist was rausgefallen. Ne? Ne? Tja, hätte ich auch hier lang gehen können. Wehe, du markierst irgendwo anders dein Revier. Ich brauche den gelben Nektar ganz für mich allein. Was? Ih. Mach das mal schön alleine. Bereit? Ja. Solch Anmeldung. Perfektion. Dankeschön. Wow, wow. Okay, geschafft. Hipsterbrille. Und weiter geht's. Startbereit! Das ist ziemlich cool! Sei gegrüßt, Krieger von Mamaria! Ich bin der rechtmäßige Verehrer der Prinzessin, der größte Krieger, den die Busenarena je gesehen hat. Wieder musste ich kämpfen, ich habe gesiegt, aber ich bin geschwächt. Ich muss einen Heiltrank zu mir nehmen, damit ich zur Liebsten in Hippopolis zurückkehren kann. Kannst du mir da weiterhelfen? Hilf mir, nach Nipopolis zurückzukehren, dann führen wir das Ritual zu Ende. Okay. Oh Mann, das ist super. Wenn du mal Hilfe brauchst, ruf mich und ich werde an deiner Seite kämpfen. Klar, ein Porträt mit dem größten Krieger von Nipopolis. Was ist mein Ausdruck? Das war mein Ausdruck eben, die ganze Zeit, als er gequatscht hat. Was passiert hier? Wuhu!
Unser Band ist geknüpft. Ja, das ist mein Dad. Dann mal los! Ha! Wir sehen uns! Gut. Sind die jetzt alle weg? Nö. Ich würde... Kritischer Treffer plus 1, Bonusverbündeter plus 15, mach mal das. Immer noch besser. Charakterbogen. Beschwörungen. Hey, wir können auch nur noch einen beschwören, okay. Was ich gucken wollte, Diabetes-Schwachstelle. Alte Leute. Weil der reagiert genauso wie Mosquito. Kryptonit, alte Leute. Alte Leute. Alte Leute. Alte Leute. Alte Leute. Oh nein. Okay, das war unsere. Sorry. Kryptonit, Mom. Nö. Zucker. Reibung? Die Musik hier. Ich dachte, wir kommen hier irgendwo nach oben. Falsch gedacht. Ich bin so müde. Warum ist hier gesperrt? Wer wohnt hier? Batas. Ab mit dir! So? Ist ja freundlich. Hört sich an wie bei Vikings. Wo du? Klar mache ich ein Selfie mit dir. Komm her! Mitteilung. Wir sehen uns bei Kunstagram. Hammer? Hammer. Da oben. Wirf. Können wir noch nicht. Schade. Vielleicht warte ich auch. Bis wir noch den letzten Verbündeten haben. Was liegt denn hier drin? Funktioniert nicht. Bei Vatas kommen wir nicht rein. Mal schauen. Home sweet home. Hier ist Unterhaus. Ah, gut. Okay, packen wir es an. Yep. Und los geht's. Bis denn. Bis denn. Das noch abschießen. Da zurück. Geh doch aufs Klo. Hey. Neue Sachen.
So.